Ich habe das Geld für Hen. Doch, ich habe das Geld für. Oh Gott, es hat funktioniert. Oh Gott. Knappe Sache. 3 Forschungspunkte bringt das Gebiet pro Runde. Das ist lohnenswert. Aber dafür haben wir jetzt minus 18 Gold. Aber hätten wir Henry nicht eingesetzt, hätten wir verloren. Arbeitgeber müssen Faulpelze dulden. Sie dürfen faulenzen, aber nicht entlassen werden. Doch! Und wer riskiert schon seinen Job in diesen wirtschaftlich schweren Zeiten? Elfen sind wir wieder bei 70, Echsen bei 60, Zwerge bei 45 und Imps bei 50. Zwergenhausfrau, jetzt kann ich mein Leben leben und meinen Mann in die Wüste schicken. Der modische Soldat feiert den Imperator dafür, dass er nicht auf seiner Siegesfeier auftaucht. Eure Politik hat folgende Konsequenzen. Die Zufriedenheit eures Volkes ist um 4 gestiegen. Ihr erhaltet 2 weniger Gold pro Runde. Erhöht die Bewegungspunkte der Einheiten in einem Land um 1. Nette Karte. Was gibt's, Oberon? Kommandant, ich muss aufs Schärfste protestieren. Durch euch hat Lady Lohanna in kürzester Zeit die Tradition der Elfen vergessen und ist zu einem fleischessenden Trinker geworden. Dies kann nur als beabsichtigte Kränkung gegen unser Volk gewertet werden. Ach, so schlimm ist es nun auch wieder. Himmel, hilf, nur noch der Bart unterscheidet die Zwerge von ihr. Das muss sofort aufhören. Ihretwegen und für eine weitere politische Zusammenarbeit. Ist gut, ich werde ein Wörtchen mit ihr reden. Sie sieht doch gut aus, was hast du eigentlich? Es ist so schön, euch zu sehen. Ich bin gerade von meiner Reise in das Weingebiet der Echsen in Bargant zurückgekehrt. Sie haben mir diese Flasche gegeben, die ich euch jetzt schenke. Sie wurde vor über 100 Jahren im Jahr der goldenen Trauben abgefüllt und ist mehr wert als ein Palast. Ich danke euch für dieses seltene und kostbare Geschenk. Gern geschehen. Es wird euch interessieren, dass dieses Geschenk mehr darstellt, als es den Anschein hat. Ihr werdet feststellen, dass Prospera und auch alle anderen Echsen sehr von mir angetan waren. Und das wirft wiederum ein gutes Licht auf euch. In der Tat. Also die Zwerge haben wir jetzt durch sie auf unserer Seite und auch die Echsen. Also ich kann mich nicht beschweren. Henry, was sagst du denn zu unserer gewonnenen Schlacht? Was für ein Triumph, Kommandant. Ach, wäre ich doch auch ein Drache, der alles verbrennen kann. Yale. Ich beglückwünsche euch zu eurer Gemahlin. Sie ist eine intelligente Dame und zum Glück fehlt ihr die Neigung zu kleinlichen Regeln, die leider bei so vielen Elfen vorhanden ist. Danke. Sie ist eine Offenbarung und ihr Interesse an unserem Wein hat Wunder für unsere Wirtschaft gewirkt. Die Ausfuhr hat sich seit ihrer Bargant-Reise verdoppelt. Ich bin mir sicher, dass eure Schatzkammer davon ebenfalls profitiert. Na, das hoffe ich doch. Warum habe ich sie sonst hingeschickt? So, wir müssen jetzt dringend unsere Einheiten verstärken. Raketenläufe werden mit stärkeren Raketen ausgestattet, die allen Gegnern in einem Radius von 72 Metern Schaden zufügen. Ja. Nein. Wie gesagt, wenn ich da langsam nicht mit den Feinden auf ein Level komme, sind ihre Einheiten einfach zu stark für uns. So. Wisst ihr, was ich interessanterweise verloren habe? Mein Transporter. Dann werde ich noch Jäger reintun, und zwar 2. Und dann werden wir hier hingehen. Oh ja. Sie wird langsam äußerst bedrohlich. Äußerst bedrohlich. Aber so schnell werde ich nicht aufgeben. Ich denke, das reicht erstmal. Den Transporter kann ich eigentlich runterziehen. Den werde ich hierhin packen. Was kann ich denn mal mit meinem Panzerschiff tun? Kann Transporter wegschießen. Hey, das macht doch Spaß. Gut, damit beenden wir die Runde auch schon wieder.
Das Gebiet gehört uns. Also kriegen wir jetzt 12. Wir kriegen fast so viele Forschungspunkte wie Gold pro Runde. Ey, Arschloch! Na, ich habe eh nichts dafür bezahlt. Aber ist trotzdem scheiße. Was soll das? Zerstört er einfach mein Gebiet. Beziehungsweise mein Parlament. Unerhört. Und sie soll aufhören, Einheiten zu bauen. Vor allem da vorne. Das kann ich gar nicht leiden. Und vor allem da auch. Okay, zwei Schlachten. Was? Das lasse ich natürlich automatisch berechnen. Was soll da schon schief gehen? Ja, Rot reißt auch mal was. Da wird sich zu Hause jemand freuen. Lohanna bei Weintour in Bargant gesichtet. Elfen, es wird immer schlimmer. Siegesparade ist Kaldas bestenfalls kitschig. Wie ihr den Krieg überlebt. Wir sind bei den Elfen trotzdem noch bei 70%. Irgend wahrscheinlich richtig zu machen. Seht es mir nach, aber ich habe angewiesen, dass sich zwei eurer Generäle um den Aufstand kümmern, den gerade eine Gruppe von Echsenrebellen veranstaltet. Diese törichten Narren folgen den Lügen eines Kultes, der den sogenannten einen Gott anbetet. Überall, wo sie auftauchen, sorgen sie für heillose Unruhe. Ist schon in Ordnung. Henry und Edmund sind wie geschaffen für diesen Auftrag, meint ihr nicht auch? Sie müssen aber wirklich diplomatisch vorgehen, um Erfolg zu haben. Edmund wird das niemals machen. Der wird niemals Echsen bekämpfen. Eine liebe alte Dame, unsere Prospera. Aber es ist schade, dass sie immer seniler wird. Sie will doch wirklich, dass ich mit diesem Schnapsfass von General arbeite. Man könnte lachen, wenn es nicht so schrecklich wäre. Ohohoho, ich find's lustig. Kommandant, auf ein Wort bitte. Es scheint in einer unserer Provinzen ein Problem zu geben. Ein Echsenrebell, der Amok läuft. Es ist nur eine Kleinigkeit, um die wir uns kümmern werden. Aber Prospera will, dass ich das zusammen mit dem verfluchten Edmund mache. Ja, er ist auch eine Echse, das stimmt. Aber er ist so angenehm wie ein Schlag in die Weichteile. Weswegen ich lieber alleine gehen würde. Auch wenn er unausstehlich ist, ihr müsst in eurem Job, müsst ihr das trennen können. Also, ihr müsst auf zivilisierte Art und Weise zusammenarbeiten können. Das ist eine gute Gelegenheit zum Üben. Üben? Ich werde Weitwurf mit seinem Kopf üben, und zwar schon sehr bald. Ihr wisst, dass mir diese miese Echse zuwider ist. Ich werde eurem Befehl folgen. Aber wir sollen einen Aufstand unterdrücken und nicht für mehr Chaos sorgen. Sie ist doch als einmalige Gelegenheit, ihn besser kennenlernen zu können. Steh dem Drachenritter im Wege und du wirst vernichtet. Wieder einmal wurde dies auf spektakuläre Weise bewiesen. Danke. Mittlerweile sagst du auch nette Sachen zu mir. Ihr habt den Feind gelehrt, was eine Niederlage ist. Aber ich brenne darauf, ihm eine weitere Lektion zu erteilen. Auf in den Kampf! Ich würde sagen, wir wollen Scarlet nicht enttäuschen. Zuvor allerdings können wir noch etwas erforschen. Wir müssen unsere Einheiten weiterhin stärker machen. Raketenläufer, Chemiewaffen. Der Raketenläufer kann ein vergiftetes Geschoss auf Feinde abfeuern. Bei Kontakt wird das Ziel infiziert und erleidet 3,5% Schaden pro Sekunde, bis es geheilt wird. Die Infizierung springt mit der Zeit auf bis zu 2 Einheiten in der Nähe über. Das klingt böse. Das klingt verdammt böse. Dafür bräuchten wir aber auch erstmal Raketenläufer. Und so viele haben wir davon nicht. Wir bauen aber noch welche. Ganz bestimmt. So. Das ist unglaublich, was der da mittlerweile an Einheiten einfach rumstehen hat. Ladet hier mal bitte ein paar Truppen ein. Ich glaube nicht, dass die hier so schnell angegriffen werden. Kampfläufer, wir haben 2 Jäger und einen Kampfläufer. Uns droht allerdings die Gefahr, dass die hier übermüpfig wird und ebenfalls in den Kampf eingreift.
Ich kann die also auch auf das Gebiet ziehen, das ist gut. Die werden uns hier helfen, ein bisschen standhalten zu können. Eins. 12 Gold, Moment. Scheiße, wir können hier kein... Das wäre so gut, wenn wir da ein Gebäude bauen könnten noch. Dann würde ich nämlich die Goldeinnahmen erhöhen. Hier sind die Goldeinnahmen bei 1. Das lohnt sich auch nicht. Einheiten bauen. Wir brauchen Jäger. Ich traue mich nicht mehr zu nehmen. Nicht so wirklich. Können wir mit den Schamanen, können wir das Meer offensichtlich nicht überqueren. Gut, belassen wir es erstmal dabei. Ich werde den ja niemals einnehmen können. Was für eine Armee soll ich denn da hinschicken? Aber ist ja auch kein Wunder, er hat keine andere Möglichkeit, sich irgendwie auszudrücken. Wenn man sieht, was da gebaut wird, wird einem einfach nur schlecht. Na, wer wird hier gewinnen? Hier reißt Rot mal wieder was schön. Faran. Faran. 2 Generäle ausgesandt, um Provinzproblem zu lösen. Ratsmitglieder empört. Es herrscht doch Krieg. Wo seid ihr, Kaiser? Mit Drachennacktposter. Aktionen eurer Generäle haben sich auf das Reich ausgewirkt. Eure Jäger verursachen 55% mehr Schaden. Dolle Garde. Was für ein Gespann Edmund und Henry doch sind. Habt nur keine Sorge, die hinterlistige Religion des einen Gottes vergiftet keiner Echse mehr den Geist. Sie beten entweder wieder zu den 7 oder sind klug genug, sich gar nicht mehr um die Götter zu scheren. Schön, dann wäre das Problem mehr erledigt. Eine weitere politische Entscheidung steht an. Kommandant, wir Imps halten es für eine Schande und eine Verschwendung, dass der Verzehr von Orkfleisch verboten wurde. Und alles nur wegen dieser verdammten Elfen. Seht, wir benutzen sie bereits wie Ochsen und Pferde. Warum sollen wir sie dann nicht auch verzehren? Es ist billiges Fleisch. Unsere ärmeren Bürger würden sich über die Gelegenheit freuen. Naja, solange draufsteht, dass es Orkfleisch ist, habe ich ja auch kein Problem damit eigentlich. Ich meine, wenn es Leute gibt, die das mögen. Der Ork ist ein Monster, Kommandant. Unmoralisch und unrein. Die Verdorbenheit wurde ihm über Generationen weiter vererbt. Esst sein Fleisch und seine Unreinheit wird euer Blut vergiften. Gebt Acht! Gebt Acht auf diese Fäulnis. Der Elf ist garantiert auch nicht dafür. Herr Kurzlunte hat recht. Wir Elfen haben vor einigen Jahrzehnten das Essen von Orkfleisch aufgegeben und wir haben es auf Grundlage von moralischen Bedenken geschafft. Lasst uns nicht zu weniger aufgeklärten Tagen zurückkehren. Oder, Kommandant? Jetzt merkt man das auch geil finden, wenn man das günstig verkaufen kann oder Trinculo so. Hat wohl recht, Kommandant. Orkfleisch ist billig und nahrhaft, habe ich gehört. Ich selbst würde es nicht anrühren, aber man kann es an die verkaufen, die sich kein Schwein, Rind oder Hammel leisten können. Es wäre ein Akt der Nächstenliebe, Kommandant. Kommandant, Orks sind böse und grausam, aber wir behandeln sie auch böse und grausam. Ich war schon dagegen, sie als Sklaven zu missbrauchen, also stimme ich nicht zu, sie zu essen. Sie mögen nicht als zivilisierte Rasse anerkannt sein, aber sie haben eine Sprache und eine Art Kultur. Wir wären nicht besser als Oger und Riesen, wenn wir sie essen. Wilde Geschöpfe, vor denen wir uns fürchten, eben weil sie alles essen. Okay. Also würden wir 3 verärgern, wenn wir annehmen. Ich sag deswegen nein.
Meine Güte, was für eine Tradition hätten wir begründen können. Jedes Mal, wenn ein Ork-Sklave stirbt, könnten wir ein Grillfest haben. Aber nein, sie werden auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Traurig. Nun, das ist sehr morbide, musst du zugeben. Lass die Geister der Orks das Blut der Unschuldigen heimsuchen und das Ende des Reiches wäre vorbestimmt. Dies wurde abgewendet. Die Sieben sollen euch beschützen. Schön. Das heißt, wir verbessern uns bei den Elfen und bei den Untoten weiter und bei den Echsen auch. Ich bin froh, dass ihr mir zustimmt. Trinculos Vorschlag war besonders makaber. Und ich hoffe, wir lassen diesen Gedanken ein für alle Mal hinter uns. Selbst wenn wilde Orks jeden Elfen essen, den sie in die Finger bekommen. Ich hätte gedacht, ihr seid wohltätiger, Kommandant. Die Orks werden auch ohne unser Zutun sterben. Und denkt an all die hungrigen Straßenkinder. An ihre großen Augen, wie sie euren Namen dafür preisen, dass sie ein saftiges Stück Orkfleisch bekommen. Ach, Kommandant. Herrje. Wir machen einfach das andere Fleisch günstiger. Ist doch klar. Sehr gut, Kommandant. Wenn wir uns selbst zivilisiert nennen möchten, müssen wir uns ständig darum bemühen. Heute haben wir dies getan. Und sollten es auch morgen tun. Gut. Was ist in der Bar los? Richtig, unsere anderen sind wieder da, okay.